Marcel Duchamp gilt in der Kunstgeschichte als der Erfinder der sogenannten Multiples, also von Kunstobjekten, die seriell in einer bestimmten Auflage hergestellt werden. Sein berühmtestes ist sicherlich das mit Fountain betitelte Urinal, das er mit einem Fantasiekünstlernamen signierte und damit zum Kunstobjekt erklärte. Seitdem haben immer wieder Künstler wie Joseph Beuys, Wolf Fostel und Andy Warhol das Multiple sowohl als Ausdrucksform als auch dazu genutzt, um über eine gewisse Auflage ihrer Objekte ihre Kunst leichter verkaufen zu können. Unter anderem dieser Gedanke mag auch die Dortmunder Gruppe dazu bewegt haben, eine Ausstellung mit Multiples im Torhaus Rombergpark zu organisieren, die ohne Umschweife vom 19.10. bis 9.11. zum Sommerschlussverkauf einlädt. Die günstigsten Werke sind bereits für 10 Euro zu bekommen, die teuersten für nur 150 Euro. Wenn Sie sich für eines der Multiples interessieren, können Sie es sofort vor Ort bezahlen und direkt mit nach Hause nehmen. Die Öffnungszeiten des Torhauses sind dienstags bis samstags von 14 bis 18 Uhr und Sonn- und Feiertags von 10 bis 18 Uhr.